Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe mit dem Excel zusammen. Hallo. Wir sind heute bei Hannes und Lisa unterwegs, also bei Hannes auf Kanal, aber Lisa ist mit dabei, wie wir sehen. Und die zwei sind unterwegs in eine Ölmühle und lassen ihr eigenes Sonnenöl pressen. Wir haben das Video zur Hälfte schon geschaut, dann habe ich festgestellt, ich habe keinen Sound aufgenommen. Alles kacke, müssen wir das Video nochmal schauen, das heißt, wir wissen schon, was passiert. Ja, wieder jedenfalls, hat er vorne rot geleuchtet. Also ein bisschen. Ja. Doch, es hat vorne rot geleuchtet. Und es gibt erstmal eine kleine Ehekrise, so sieht es jedenfalls aus. Und wir haben festgestellt, dass Lisa immer fährt. Manchmal reicht ja der Strom auf. Und ist die Frage gestellt, warum? So wenig. Warum fährt Lisa immer, Hannes? Weil du so viel im Drecker sitzt. Weil du so viel Drecker fährst oder so. Warum fährt Lisa immer mit dem Auto? Das wollen wir wissen. Und ja, auf Weg zum eigenen Sonnenblumenöl. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil wir haben uns ja jetzt erst die Sonnenblumenernte angeschaut von Hannes. Sehr, sehr cooles Video gewesen. Bis auf den Fakt, dass natürlich auch sehr viel Ausfall war, ne? Herzlich willkommen. Moin. Das ist dein Vater. Sind wir heute unterwegs? Ja. Zur Ölmühle. Bei dem Einspieler am Anfang. Den Einspieler am Anfang? Ja, glaube ich, ging es vielleicht um die Cam, dass die nicht richtig geladen war. Das könnte sein, tatsächlich. Meinst du, das war so? Glaube. Echt? Könnte hinkommen. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Wir schauen mal. So, ich habe nur festgestellt, gerade Excel war ein bisschen laut. Ja, das war gefixt eben das Problem. Kurzer Rückblick, was Hannes mal gesagt hat auf dem Feld. Und daraus unser eigenes Sonnenblumenöl machen. Oh, ist das wild heute. Ja, alles durcheinander. Du musst jetzt dein Gesicht filmen, nicht meins. Alles wäre eigenes Sonnenblumenöl. Ich bin nicht begeistert von der Idee, Leute. Die Idee halt gar nicht schlecht. Aber warum auch nicht, wenn du Sonnenblumen hast? Und dieser Gedanke hat mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen. Und dann habe ich so ein bisschen gegrübelt und kam dann zu meinem. Gibt es halt wirklich was Richtiges, was jetzt nicht so dünn ist? Dass seine Frau eine Ölmühle hat. Also, ja. Da habe ich da angerufen, habe gesagt, wie sieht's aus? Kann man mal hinkommen? Kann man sich mal was pressen lassen? Und heute machen wir eine kleine Testpressung, damit wir eigenes Sonnenblumenöl haben. Klasse. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben. Begeisterung. Es ist einfach so, weißt du, du bist so aber typisch Frau, das habe ich vorhin schon mal ausgeführt. Es ist typisch Frau. Du moderierst gerade und erzählst den Leuten und willst was rüberbringen in dem Video und deine Frau nimmt dir einfach so komplett die Ehre. So einfach so, weißt du, du erzählst so, wow, und geil und Sonnenblumenöl und da habe ich ey, voll was vor und so weiter und so willst du eine coole Meinung von deiner Frau hören? Klasse. So, wo muss ich jetzt hinfahren? Sie unterbricht einfach alles und wirft was irgendwas anderes rein. Dann absoluter Wahnsinn. Dir, das ist auch, das habe ich vorhin auch schon mal erzählt mit meiner Frau als Kamerafrau. Das ist die Frau, meine Frau ist die schlechteste Kamerafrau auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, aber es ist so. Die hat so die GoPro hier, da filmt die, wir haben Hausvideo gemacht, ne? Kommt auch bald, Leute. So hat die GoPro so hier und filmt so. Und dann erzähle ich so vor der Kamera und zeigt da was. Und dann fängt sie sich wahrscheinlich an zu langweilen oder so oder entdeckt irgendwas Neues im Haus wieder, was sie noch nicht entdeckt hat. Und guckt so rum und die Kamera geht aber mit beim Rumgucken. Und dann guckt sie mich so an, weil ich dann aufhöre mit erzählen, einen knallroten Kopf schon habe, guckt mich so an und rückt die Kamera wieder schnell auf mich so. Was denn? Da muss ich los. Ey, da muss ich los. Frag dich, war wieder. Ach nee, hör auf. Und das hier auch so, das erinnert mich einfach gerade so sehr dran, weil so, Hannes erzählt, und ist das so, klasse. So, wo muss ich jetzt hinfahren? Wir haben keine Adresse eingegeben. So geil. Fahren wir uns schicken. Das ist ein riesen Komplex. Okay. Mit Stelle, alles drum und dran. Genau, und da kamen wir sozusagen sie ist einfach so zu der ganzen Idee, dass wir gerne wir unser eigenes Öl pressen lassen wollen. Und weil ihr geil. Habt ja auch untergeschrieben, Mensch, wir würden das auch gerne haben oder ich würde auch gerne was von dem Ach, Öl schön, nehmen. Das und ist da auch kommt alles der Gedanke ist. Eigentlich her. Und dann haben wir uns gedacht, ja, die machen auch Lohnpressung. Das heißt, wir können unsere Sonnenblumen dahin bringen. Und dann können wir auch unser Öl abfüllen lassen. In 250 Metern und können sehen. Ziel erreicht. Ja, beziehungsweise und können euch das dann an euch schicken. Wir wollen jetzt aber erstmal gucken, ob das Sonnenblumenöl schmeckt.
Und da gibt es so Unterschiede. Einige Arten eignen wohl sich nicht richtig zur Pressung von Öl, weil der Geschmack nicht richtig gut ist. Das gucken wir jetzt erstmal nach. Welche Arten und, da? Ist auch krass, ja, dass es so verschiedene Arten mit verschiedenen Geschmäckern dann wieder gibt. Das ist schon krass. So, wir sind jetzt angekommen in Langenhanshagen. Oh, hier die Ölmühle. Ostseemühle. Und wir haben jetzt hier Laura. Und Laura erklärt uns erstmal ein bisschen was über die Ölherstellung. Was da so besonders bei ist. Ja, gerne. Ja, wir haben hier eine Ölmühle. Das ist ein Kaltpressverfahren. Und im Prinzip ist es ganz simpel. Wir haben oben den großen... Guck mal da hinten diesen Laden an. Wie geil, oder? Das ist auch schön gemacht. So richtig geil. Kannst du gleich, sicherlich, wenn du einkaufen bist, kannst du gleich hinten sehen, wie das Ganze verarbeitet wird. Siehst du, wie die Ölmühle wieder gearbeitet wird, ne? Auf dem Trichter, geil. Da kommen die Sonnenblumenkerne oder die Leinsaat oder was auch immer man gerade verpressen möchte rein. Das ist eine Schneckenpresse. In der Mitte dreht halt eine Schnecke. Die können wir jetzt hier nicht gut erkennen, aber auf dem Bild so in etwa. Und drückt das Öl durch die kleinen Löcher. Dort fließt es raus. Hier unten sieht man den schönen Ölstrahl, wie er rauskommt. Hier sieht man das. Das ist das Edelstahlbehälter, in den Edelstahlbehälter. Der sieht jetzt dunkel aus, Wahnsinn. Weil das Sonnenblumenkerne mit Schale sind. Und den Presskuchen kann man eben auch wunderbar als Futtermittel zum Beispiel verwenden. Hat noch ganz viel Restölgehalt. Ja, und so funktioniert eigentlich hier im Becher ist schon das Öl. Ganz wichtig ist, dass es nicht über 40 Grad passiert. Das ist wirklich unter 40 Grad, ist die Öltemperatur. Sieht aus wie Motorenöl. Schwarz. Und ja. Blumen sind auch schwarz. Das ist eigentlich ganz einfach. Dann würde ich sagen, aber probieren wir mal einmal, oder? Das würde mich jetzt halt interessieren. Wie schmeckt's? Sieht einfach nach Motoröl aus. Wie nach dem Ölwechsel, Alter. Hast du die Schrauben schon daneben liegen? Ja, ja. So, Schrauben vom Ölwechsel. Och nee. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie das schmeckt. Schmeckt wirklich so krass nach Sonnenblume. Schmeckt wirklich so, wie eine Sonnenblume riecht. Verrückt, Leute. Echt verrückt. Laura hat uns vorhin schon erklärt, das ist ja jetzt noch relativ dunkel, aber die Trübstoffe werden sich ja noch absetzen und das würde sich sozusagen bei euch auch noch absetzen, bevor ihr es abfüllt, ne? Ja. Damit das Öl, was nachher bei euch ankommt oder beim Kunden ankommt, auch ein bisschen klarer ist. Was sagst du zum Geschmack? Mega lecker. Also ich finde es echt super. Also ich bin total positiv überrascht. Es ist total mild, weich. Und schmeckt tatsächlich so, als würdest du Sonnenblumenkerne essen. Also es ist super lecker. Krass. Und was sagst du zu der Idee mit dem eigenen Öl? Darüber reden wir später nochmal. Es klingt schon anders. Ja, das wird es klingt schon anders. Heller werden, ne? Es wird nicht so dunkel bleiben, wenn die Trübstoffe sich absetzen. Dann trennt sich das richtig. Also unten hat man richtig eine Schicht von den Trübstoffen, die dann dunkel sein wird. Und oben wird wahrscheinlich so leicht gräulich das Öl sich absetzen. Genau. Das wird dann einfach nur noch abgefüllt. Was man auch sagen muss, hier ist alles komplett Handarbeit. Also hier gibt es nichts richtiges Industrielles, also keine Flaschenabfüllanlage oder so. Tatsächlich, das Öl wird dann auch mit Hand abgefüllt in Glasflaschen, mit Hand etikettiert. Ja. Geil. Das finde ich cool. Richtig geil, regional, muss man sagen. Das ist wirklich gut. War schön shoppen. Was gab es für mich? Natürlich Nudeln. Aber wir haben jetzt unser Sonnenblumenöl pressen lassen. Ich habe vorhin schon mal erzählt, ich liebe Nudeln. Weil du Reis gerne isst. Weil ich immer Reis esse, deswegen liebe ich... Ich liebe Nudeln, weil ich immer Reis esse. Ich esse immer jeden Tag Reis, aber ich liebe Nudeln. Vielleicht liebe ich Nudeln, weil ich Reis esse. Ich mag auch Kartoffeln in Kloßform. Gerne pressen. Würde nicht aufs selber rauskommen, wenn du jeden Tag Nudeln isst, oder? Da würde ich wahrscheinlich Reis lieben. Das Öl? Also so eine ganz wilde Theorie ist da im Raum. Guckst du so kritisch? Ich mag Bauernfrühstück. Ich wollte dich noch fragen, wie es denn so ist, dass ich die Idee hatte mit dem Sonnenblumenpressen lassen. Also wir haben jetzt unsere Sonnenblumenkerne pressen lassen als Öl und haben jetzt ein paar Flaschen abgefüllt mitgekriegt. Wir haben 5 Stück mitgekriegt. Sehr nice. Unseren mühligen Kofferraum füllen. Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall war es super lecker, sehr mild. Die Kerne haben ja schon sehr gut geschmeckt, deswegen hatten wir ja auch gehofft, dass das Öl auch sehr gut schmeckt. Das ist wirklich sehr gut. Jetzt muss es natürlich noch ein bisschen sich selbst machen. Ich habe auch schon mal gesagt, das wirst du in keinem, also so ein Öl mit so einem extremen Geschmack kriegst du auch nirgendwo zu kaufen im Laden. Ist einfach so. Ja, weil halt das andere ist halt schön irgendwo gestreckt dort. Da weißt du auch, warum das aber eben dann wahrscheinlich am Ende des Tages auch viel, viel teurer ist. Ja gut, aber das ist ja nur berechtigt. Ja klar. Man hört es ja hier. Der schön. Also wenn man mal hier auf der Handabfüllung, ist, sich das Eigenvermarktung. Auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Ja. Ungestreckt. Langenhanshagen. Langenhanshagen, ne? Langenhanshagen. Langenhanshagen. Das ist auch ein wirklich komplizierter Name. Witziger Name. Aber es ist wirklich schön hier. Wir werden noch so einen Automaten. Also wenn ihr mal auf der Ecke seid, lohnt sich das definitiv. Milchautomaten.
Wahrscheinlich, genau. Ja. Wir haben Ideen gesammelt. Wir haben Ideen gesammelt für die Zukunft. Also ich glaube, der Sonnenblumenöl ist nur ein Anfang. Ich denke auch. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ich glaube, also mir hat es sehr geschmundet, weil man muss sagen, es toppt all das, was man bis jetzt im Laden... Also es ist, als wenn man im Sonnenblumenkopf beißt. Es ist so krass. Geschmacksintensiv, oder? Wie es nach Sonnenblumen schmeckt, das ist einfach der Wahnsinn. Das ist einfach so krass, also freut euch drauf. Wir versuchen das zum Weihnachtsgeschäft noch hinzubekommen. Wir gehen gleich nochmal rein, wir müssen uns noch verabschieden. Und dann gucken wir, dass das vielleicht Anfang Dezember für euch erhältlich ist. Das wäre natürlich mega geil. Okay. Gut, wenn es euch gefällt. Krass, so früh schon? Krass. Okay, da bin ich aber echt mal gespannt. Also Hannes hat mir damals so eine geile Wurst zugeschickt aus ihrer Eigenvermarktung. Zugeschickt mitgegeben, wo ich oben war. Oder unten. Oben? Oben. Ja. Und unten. Unten tatsächlich. Naja, ich war dort. Auf jeden Fall, das war schon mega geil. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich kriege auch so eine fleißige Sonnenblumenöl. Würde ich mich sehr freuen. Aber da freut euch auf das Sonnenblumenöl. Das wird so geil. Also Leute, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Achso, bleibt sauber. Bleibt sauber. Oh, hier, cool. Mal guck dir das an. Ah, okay, da wird das... Da fliegt das rein so. Würde mich mal interessieren, wie viel tatsächlich so rauskommt, ne, von der Menge her. Ja, ob es dann, wie es quasi im Verhältnis steht dann, ne? Ja, hier kommt quasi das erste Öl, ne? Es sieht halt wirklich aus wie Motorenöl. Der Rest fliegt halt da unten rein. Und das kannst du aber noch zum Verfüttern nehmen. Und kannst du auch zum Verfüttern nehmen. Oh, hier, guck mal, der Laden, schön. Oh, herrlich, schön gemacht. Hanföl, ja, hol mich weg, Alter. Guck hier rein. Ach, die Scheiße. Warte mal, siehst du hier gerade, 100 Milliliter, 200 Milliliter? 18,95, 500 Milliliter. Uff, das ist aber eine Hausnummer. Na gut, Hanföl, ne? Aber der, Ist aber auch handgemacht alles, ne? Krass. Halt schon. Ingwerruhe, okay. Ingwerenergie. Geiler Laden, aber da kannst du wahrscheinlich auch richtig ganz böse. Naja. Oh, und heilen? Okay. Ostseemühle. Was ist das? Erdnussöl, Kürbisöl, Mohnöl, Kaffeeöl, Senföl. Oh, wie geil, Alter. Mandelöl, Walnussöl. Alter Verwalter. Wie geil. Himbeere. Pflaume, Balsamico, Kirsche, Balsamico. Betenkräuter. Was? Alter, steckt schon viel Liebe drin, das siehst du, ey. Hier sieht man mal die ganzen Ölsorten. Wahnsinn, was es da alles gibt. Ist ja völlig irre. Ja. Du bist ja 200 Euro los, nur wenn du mal ein paar Öle zum Probieren mitnimmst. Heftig. Was? Heftig. Aber das ist so der Inbegriff der Selbstvermarktung, das muss man ganz klar sagen. Also so Landwirtschaft und regional und so, finde ich krass. Wirklich, also sehr cool. Schön, dass wir da den Einblick mitbekommen haben. Fand ich einen sehr coolen Vlog. Danke auch für die Videolänge, optimal. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Schaut bei Hannes Lisa vorbei, Links natürlich in der Videobeschreibung. Bis dahin, ciao. Ciao.